Die Geschichte, die wir euch erzählen wollen, spielt im Jahre 1835. In Weinheim, wie in anderen Städten der Region, versammelten sich Studenten, Gelehrte und Bürger, um für politische Freiheiten zu kämpfen. Ludwig I. war damals König von Bayern und sein Sohn Otto wurde König von Griechenland. Ist alles nur der historische Hintergrund unserer Geschichte. In Wirklichkeit erzählen wir euch von etwas ganz anderem. Wie kann ich euch dienen, Gräfin? Wie kann ich euch erklären? Versucht es. Ihr kennt nichts von den vielen Schattierungen der Liebe, wisst nichts der Liebe zu einem Kind. Ich habe etwas Schreckliches getan. Aus Liebe. Jetzt straft mich der Herr, indem er mir alles nimmt und den leeren Raum in meinem Herzen mit Schuld belädt. Erzählt doch erst mal, was euch bedrückt. Wisst ihr, was das Gegenteil von Liebe ist? Die Begierde? Es ist die Schuld. Sie zieht hinab ins Dunkle. Sie trennt mich von allem, was mir lieb und teuer ist. Mein Kind, ihr müsst mir schon genauer erzählen, was euch bedrückt. Das hier ist mehr als ein Liebesdrama. Es ist die Geschichte einer Frau, deren Suche nach Liebe ganze Familien ins Unglück stürzte und für die Männer bereit waren, sich erschießen zu lassen. Meine Fürstin, das Zimmer ist bereit. Ich spreche von Lady Jane Digby. Thank you, Martin. Eine junge Frau, die für ihre Anmut und ihre Schönheit landesweit bekannt war. Der Maler Josef Karl Stieler malte sie im Jahr 1831 in München. 2 Jahre nachdem dieses Bild entstand, also 1833, zog Jane von München nach Weinheim. Als Lady Jane im 19. Jahrhundert hierher nach Weinheim kam, war sie 25 Jahre alt. Aber sie hatte ihre erste Ehe mit Lord Ellenborough schon hinter sich. Lady Jane kam also in dieses Provinzstädtchen, das man hier auf dieser Darstellung sehen kann, ein großer Gegensatz zu dem Hofleben, das sie aus London gewöhnt war. Doch fangen wir von vorne an in unserer Geschichte. Hier zunächst unsere wichtigsten Protagonisten. Ich darf vorstellen, Lady Jane von Fenningen. Geborene Digby. Sie ist die Tochter eines berühmten Offiziers, welcher bei der Schlacht von Trafalgar zu Ruhm und Ehre gekommen war. Und ihr Mann, Baron Karl von Fenningen. Der 6 Jahre ältere Baron warb fast 2 Jahre lang um Jane, bis sie ihm auch aufgrund von Interventionen durch König Ludwig I. und Schwarzenberg ihr Ja-Wort endlich gab. Die beiden hatten 2 Kinder, Heribert und Bertha. Lady Jane lernt in München Karl von Fenningen kennen, den sie 1833 gegen den erbitterten Willen ihrer Schwiegermutter heiratete. Durch die Hochzeit hatte Jane in Weinheim ein riesiges Problem. Die böse Schwiegermama, Maria von Fenningen. Ihr habt sie schon kennengelernt.
Sie hasste unsere Jane. Ich bin so müde, um deine Zuneigung zu betteln. Du bist ein guter und einfühlsamer Ehemann. Aber warum kannst du mich nicht einfach lieben? Meine aufrechte und ehrliche Liebe ist dir doch sicher. Was brauchst du denn noch? Es geht ihr nicht ums Geld. Aber was will sie eigentlich? Ach, mein lieber Karl, ich kann die Wildblume im Sturm besser verstehen als die Lilie im sonnigen Park hinterm Schloss. Ich wünschte, es wäre anders. Also ich hätte ja lieber eine Lilie geheiratet. Lieber Ludwig, wenn du mich fragst, wie es mir geht, hier meine Antwort dazu. Benningen, mein Mann, hat einen noblen Charakter. Wir gehen, wie es die Welt nennt, gut miteinander um. Ich bin ihm höflich zugetan, kann ihm aber die verlangten warmen Gefühle nicht entgegenbringen. Das Unglück meiner Natur ist, dass ich die Liebe als Ganzes sehe. Ohne dieses Gefühl ist das Leben eine trostlose Leere. Ich habe gehört, dass du bald in Wien zugegen bist. Bitte grüße Schwarzenberg von mir. Deine Jane. Es gab auch einen Superstar der damaligen Zeit, nämlich Honoré de Balzac, von dem Dietmar euch noch mehr erzählen wird. Balzac war auf einer Reise nach Wien zusammen mit seinem Freund Fürst Schönburg. Er wollte eigentlich seine geliebte Gräfin Hanska in Wien besuchen. Allerdings hatte ihm Schönburg von der Schönheit Lady Janes erzählt und so machten die beiden einen Abstecher hierher nach Weinheim. Da ist sie also, unsere Jane. Sie gibt Balzac die Ehre und spaziert mit ihm durch den Park. Um zu verstehen, warum sie von dem französischen Superstar nicht beeindruckt war, muss man ein bisschen auf Janes Biografie sehen. Denn von Kindesbeinen an war die Fürstin umgeben von großen Persönlichkeiten. Mit 16 war sie der Star der Londoner Ballszene. Städte wie Paris, London oder München waren ihr total vertraut. Und damit auch entscheidende kulturelle Standards. Die Liebe ist ein Thema, das uns alle betrifft. Sie ist meiner Meinung nach eine der mächtigsten und stärksten Kräfte im Universum. Sie kann uns in den Himmel erheben oder uns in die Hölle stürzen. L'amour kann uns glücklich machen oder uns das Herz brechen. Welch banale Erkenntnis, lieber Balzac. Finde die wirklich, Madame? Ich habe mich in meinen Werken sehr viel mit der Liebe beschäftigt. Ich habe versucht, ihre, wie sagt man, Beauté, ihre Schönheit und ihren Schmerz zu ergründen. Ich habe die menschliche Natur studiert und wie sie in der Liebe reagiert. Und? Ist es euch gelungen? Lire mes livres, Madame, lest meine Bücher. Wenn ihr es nicht in wenigen Sätzen erläutern könnt, dann ist es euch nicht gelungen. Habt noch einen schönen Spaziergang. Ich muss euch hier verlassen. Sie vertrieb sich die Zeit vor allem mit ihrem guten Freund Schönburg im Schloss, während Balzac mit einer Riesenwut im Bauch im Park herumlief. Und er hat später geäußert, dass ihm das dann die Kraft gegeben hat, um endlich diesen großen Roman zu vollenden. Was fällt Ihnen ein, mich so hier herumstehen zu lassen? Ich bin doch kein Postkutscher! Wie einen Streuner haben Sie mich vor die Tür gesetzt! Ich bin Honoré de Balzac! Gib mir ein Bier für unseren französischen Schriftsteller. Sofort. Ah, merci, Chérie. Komm her, setz dich einen Moment zu mir. Oh, heute ist das Haus eigentlich sehr voll, wie Sie sehen können. Ma belle, nur ganz kurz, s'il vous plaît. Komisch, wieso muss ich die ganze Zeit an Napoleon denken? Hör einfach zu. Aber die Eitelkeit des Schmerzes ist einem treuen Herzen fremd. Ein Mensch stirbt und verfällt.
Aber die Liebe, kann sie den Tod überdauen? Wenn die Seele in den Himmel geht, geht die Liebe dann mit ihr? Mir als Mensch gehört das Herz, aber Gott gehört des Menschen Geist. Verstehst du, was ich sagen möchte? Kein Wort. Ich meine die Liebe. Vergeht sie, wenn das Herz erkaltet? Gibt es einen Geist, der über den Tod hinaus wirken kann? Weißt du jetzt, was ich sage? Na klar, euch hat eine Frau sitzen lassen. Bon Dieu! Es gab in Neustadt in der Pfalz eine riesige Demonstration, das sogenannte Hambacher Fest. Dort kamen ca. 30.000 Menschen zusammen, die für die Freiheit kämpften. Auf dieser Darstellung von Weinheim bekommt man den Eindruck, dass es ein friedliches Provinzstädtchen gewesen ist. Es brodelte allerdings in der Stadt. Die Gesellschaft hatte einen großen Umbruch erlitten. Die Handwerker, vor allem die Gerber, waren arbeitslos. Denn Firmen wie Freudenberg hatten die industrielle Produktion übernommen. Es herrschte große Arbeitslosigkeit und eine Superinflation. Das alles mündete dann in einer revolutionären Stimmung. Seit einigen Jahrzehnten, schon seit dem Hambacher Fest, gab es hier viele revolutionäre Gedanken in Weinheim, die herumgingen und mündeten dann schließlich im Jahr 1848 in einer politischen Versammlung. Im September kamen mehrere tausend Menschen hierher nach Weinheim, um über Politik und über demokratische Bestrebungen zu diskutieren. Das Ganze wurde zu einem riesigen Fest, in dessen Verlauf man sicherlich auch sehr dem Alkohol zugesprochen hat. Schließlich gegen Abend zog ein Trupp von 80 Mann los zur Bahnstrecke und unterbrach die Gleise. Das heißt, man riss einfach die Schienen heraus. Man wollte einen Zug mit Regierungstruppen, der Nachschub bringen sollte, einfach entgleisen lassen. Das gelang nicht ganz, aber der Zug wurde zumindest gestoppt. Allerdings waren diese Revolutionäre sehr schnell ausgemacht. Dazu gehörte zum Beispiel Friedrich Diesbach, der allerdings noch in die Schweiz flüchten konnte. Einige andere wurden verhaftet. Und im Roten Turm eingesperrt zu sein in Weinheim, das war gewiss kein Vergnügen. Die Strafen allerdings wurden später sehr abgemildert und die meisten saßen nur wenige Monate schließlich im Gefängnis. Auch hier in Weinheim fand das Fest der freien Presse statt. Einer der Teilnehmer ist Professor Karl Mittermeier aus Heidelberg gewesen, der sich dann auch sehr verdient gemacht hat bei der Reform des Strafrechts. Warum, frage ich euch, warum haben wir die Farben Schwarz, Rot, Gold hoch hinauf aufs Hambacher Schloss getragen? Warum sollten wir das tun, wenn niemand davon erfährt? Das, meine lieben Freunde, das müssen wir uns fragen. Wir haben es getan, damit jeder lesen und damit jeder verstehen kann, wofür diese Farben stehen. Nämlich für die Freiheit. Ah, willkommen, der Herr. Diese Farben stehen für die Freiheit. Das heißt, die Farben stehen für freie Gerichte. Sie stehen für eine unabhängige Justiz und sie stehen dafür, dass wir schreiben können, was wir für nennenswert erachten. Dass wir schreiben können, was für die Gesellschaft wichtig und bedeutsam ist. Der Leser, jawohl, einzig und allein der Leser entscheidet, was von dem Gesagten zu bedenken ist. Nicht die Herrschenden. Die Fürsten und Despoten in diesem Land, die wollen wir doch eingrenzen. Wir müssen sie beschränken in ihrer Macht. Also überlasst es den Herrschenden nicht, über eure Gedanken zu entscheiden. Für die Freiheit des gedruckten Wortes und für unabhängige Gerichte. Dafür kämpfen wir.
für die Freiheit des gedruckten Wortes und für unabhängige Gerichte. Es kam zu einer Erfindung, die alles verändern sollte. Die Eisenbahn. Die Eisenbahn entwickelte sich sehr schnell zu einem robusten, zugkräftigen und effektiven Transportmittel. Wir haben bei den Dampfloks aus dramaturgischen Gründen ein bisschen geschwindelt. Also der Adler, also der Zug, der von Nürnberg nach Fürth fuhr, war viel, viel kleiner. Heute wirkt er niedlich auf uns. Die Wagen, die er zog, sahen aus wie viele kleine Kutschen, die hintereinander gehängt wurden. Ich weiß nicht, was du an diesem Pöbel findest. Was soll das sein? Ein Presseverein. So ein Unsinn. Die Zeiten ändern sich, Mutter. Bald werden die Menschen ihre Könige selber wählen. Und es wird Zeitungen geben, in denen der Pöbel, so wie du es nennst, einen König wählen? Wie soll das gehen? In denen der Pöbel schreiben kann, was er will. In der Pfalz sind bereits über 30.000 Menschen zusammengekommen. Mein lieber Junge, konzentrier dich auf das Wesentliche. Die Welt wird immer verrückter. Diese furchtbaren Dampfmaschinen, die jetzt überall auftauchen, diese Monster... Mutter, die Welt dreht sich weiter. Bald werden die Menschen in Eisenbahnen fahren. Dreimal schneller als eine Kutsche. Im Leben nicht. Solche Geschwindigkeiten hält die menschliche Seele nicht aus. Ach, am Ende steigen lauter Verrückte aus diesen dampfenden Ungeheuern. Nein, das hat keine Zukunft. Die Menschen glaubten wirklich, dass die Seele eine Geschwindigkeit, die als doppelt so schnell wie eine Kutsche ist, nicht unbeschadet überstehen kann. Ja gut, wer konnte damals schon ahnen, dass wir heute mit Geschwindigkeiten von über 200 Stundenkilometer durch die Gegend rasen? Doch verurteilen wir die Menschen von damals nicht. Gibt es nicht auch heute noch viele Zeitgenossen, die von abergläubischer Technikangst befallen sind? Einen wundervollen guten Morgen, die Damen. Wünsche, wohl geruht zu haben. Guten Morgen. Hatten Sie eine angenehme Nacht? Ich habe wohl geruht. Vielen Dank. Wohl gewiss. Das Ruhen wohl etwas kürzer. Ich verstehe nicht ganz. Sie spionieren mir nach? Oh, das ist nicht nötig. Achten Sie darauf, dass Sie die Schatten unter Ihren Augen nicht malen. Das sieht so mätressenhaft aus. Und achten Sie darauf, das Doppelkinn meiner Schwiegermutter zu kaschieren. Aber meine Damen, ich bitte Sie. Lady Jane hatte den griechischen Grafen Spiridou Theodoki in München kennengelernt. Und die beiden hatten sich heftig ineinander verliebt. Theodoki zog sogar nach Heidelberg
Und so ritt Lady Jane abends dorthin, um die Nacht mit ihm zu verbringen. Diese Dirne! Na, na! Hat mein Sohn gegen meinen Willen und gegen den Code Napoleon geheiratet. Sie hat ihm 2 Kinder angehängt. Ich musste sie loswerden. Aus Liebe. Deshalb schrieb ich heimlich einen Brief an den Grafen Theotoki und lud ihn zu unserem Ball ein. Ich wusste, dass die beiden, typisch für das Miststück, bereits in München ein Techtelmechtel hatten. Ihr habt Jane in die Untreue getrieben? Ich wollte das Feuer zwischen den beiden schüren, damit sie meinem Sohn durch ihre Untreue die Augen öffnet. Jane musste ein anstrengendes Parallelleben geführt haben. Nachts ritt sie heimlich zu ihrem Geliebten und im Morgengrauen kehrte sie dann zurück. Und da sie einmal im Wald einen Unfall mit einem eingeschlafenen Kutscher hatte und es dazu einen echten Polizeibericht gibt, wissen wir, dass sich das alles auch tatsächlich so zugetragen hat. Maria, die Schwiegermutter, wusste von dem Techtelmechtel der beiden. Sie lud den Grafen Theotoki für den 25. August 1835 nach Weinheim auf einen Ball ein, weil sie wusste, dass Karl zu der Zeit bei der Eröffnung der Ludwigsbahn in Nürnberg sein wollte. Diese Schwiegermutter spekulierte nämlich darauf, dass Janes Verhältnis mit Theotoki auf dem Tanzball zum öffentlichen Skandal werden würde und sie somit die beiden endgültig verbannen würde können. Ob dieser perfide Plan wohl aufgeht? Schauen wir zunächst, wie es unserem armen Maler geht. Moin! Guten Morgen! Mir ist so, als hätte ich heute Nacht wieder ein Traben im Schlosspark vernommen. Ach, und mir ist so, als hätte wieder jemand die ganze Nacht am Fenster gestanden. Wie jetzt? Hier gehen nachts die Pferde durch? Nein, nein. Sicher habe ich mich verhört. Bald kann sich unsere Reiterin auf dem Ball verlustieren. Allerdings, ich freue mich schon auf interessante Gesellschaft. Oha, hier ist was los. Das muss ich nicht verstehen. Ach, es hätte alles so schön nach Marias Vorstellung funktioniert. Aber der liebe Gott hatte leider andere Pläne. Die Eröffnung dieser Ludwigsbahn wurde nämlich aufgrund juristischer Probleme auf den Dezember 1835 verlegt. Daher konnte Karl seine Rückreise viel früher antreten als geplant. Und so kam, was kommen musste. Der Ehemann kommt überraschend am Ballabend zurück nach Hause. Ja, der Klassiker. Guten
Sie gehen. Lass uns verschwinden. Jetzt. Wohin denn? Sie werden uns überall jagen. Nach Korfu. König Otto hat mir eine Stelle als Adjutant versprochen. Ich kann für uns beide sorgen. Die Kinder obendrein. Mein lieber Graf, du weißt, dass Geld meine Sorge nicht ist. Und deine Strafe in Bruchsal. Sie könnten dich jederzeit ins Zuchthaus stecken. Karl wird sicher nicht mehr seine schützende Hand über dich halten. Oh Liebste, was wird nur werden aus uns allen? Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, wie das jetzt weitergeht. Ja, dann brauchen wir es euch ja auch nicht zu zeigen, oder? Schließlich wollten Lady Jane und Theotoki in Richtung Stuttgart durchbrennen. Allerdings von Fenningen verfolgte die Kutsche, stoppte sie und forderte den Liebhaber zu einem Duell. Bitte wählen Sie Ihre Waffe. Fürst Karl von Fenningen hat Ihnen, Graf Theotokis, das Recht der ersten Wahl eingeräumt. Meine Herren, wir duellieren französisch. Ich zähle 5 Schritte. Auf 5 drehen Sie sich um und schießen eigenständig. Es ist nur ein Schusswechsel vereinbart. 1, 2, 3, 4, 5. Die beiden schossen vor der Kutsche mit Pistolen aufeinander, was damals schon längst verboten war, aber allgemein noch akzeptiert wurde. Der Liebhaber wurde schwer verletzt bei diesem Duell. Und nach den Regeln hätte Lady Jane eigentlich zu dem Gewinner des Duells, also zu ihrem Ehemann, halten müssen. Allerdings hat sie auch hier wieder die Konventionen gebrochen, sich des verletzten Liebhabers angenommen, hat ihn gesund gepflegt. Für Karl und seine Mutter muss die Anwesenheit Theotokis ein Martyrium gewesen sein. Das Ganze war ein Affront gegen alle üblichen Umgangsformen. Und dennoch gewährten Sie ihm Bleiberecht.
es doch. Jetzt kennt ihr meine Geschichte, Vater. Ich fühle mich schuldig am eigenen Sohn. Ein einziges Wort der Vergebung von ihm würde mir genügen. Aber es kommt nichts. Noch nicht. Die Liebe bläst sich nicht auf und sie sucht sich nicht selbst. Sie trägt Böses nicht nach. 1. Korinther. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't. It hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so very special. I wish I was special. Whatever you want, you're so fucking special. I wish I was special.